Zu Ihren neuen Aufgaben gehört auch, dass Sie die Aufarbeitung der sexualisierten Gewalt in der evangelischen Kirche zur Chefinnensache machen wollen. Wie soll das konkret aussehen? Ich werde mich in diesem Thema nun auch sehr persönlich stark engagieren. Nun sind Sie aber nicht neu im EKD-Rat. Sie waren ja bislang die stellvertretende Ratsvorsitzende. Warum haben Sie es da nicht in dieser Funktion schon zur Chefsache gemacht und so, wie Sie es jetzt ausführen? Wir haben das aus gutem Grund bisher anders organisiert. Und wir merken jetzt... Nein, nein. Sie brauchen Kontrolle von außen. Sie können sich nicht selber überprüfen. Die evangelische Kirche hat einen 11-Punkte-Plan zur Aufarbeitung. Den hat sie selbst formuliert und sie hakt ihn sozusagen selber ab. Das geht nicht. Du sollst deinen Kirchentag selbst bezahlen.